Hallo, mein Name ist Raúl Bermejo, gebürtiger Spanier, 43 Jahre jung und ich arbeite am Institut für Struktur- und Funktionskeramik an der Montanuniversität Leoben, wo ich mich im Jahr 2015 habilitiert habe. Mein Name ist Marco De Luca, ich komme aus Triest. Ich bin in Triest geboren, in Italien, obwohl ich australische Wurzeln habe. Meine Uroma ist in Graz geboren. Ich habe in Triest studiert und dann bin ich nach Japan gewandert für meine Dissertation. Und seit 2009 bin ich in Leoben. Mit dem Begriff Bio meinen wir, der Natur nachzumachen. Also bioinspirierte Werkstoffe sind Materialien im Labor hergestellt, die aber eine ähnliche Struktur bzw. Architektur haben wie manche natürliche Systeme, wie zum Beispiel Zahn, Knochen, Holz oder Muscheln. So kann man zum Beispiel aus dem inneren Aufbau einer Muschelschale sehr vieles lernen. Und zwar die Natur kombiniert sehr oft inorganische Werkstoffe, wie zum Beispiel Keramik, mit organischen Werkstoffen, Polymer, um externe Belastungen, so zum Beispiel Biegung oder Stoß, besser zu vertragen. Bei einer Schädigung entstehen doch Risse, die aber durch die vielen hautdünnen Schichten in der Schale umgelegt werden. Damit kommt es zu keinem Totalversagen, das heißt, das Material ist, wie wir sagen, schadenstolerant. Dieses Konzept versuche ich aus der gezielten Kombination von Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften bei keramischen Werkstoffen nachzuahmen. Also ich arbeite in der Richtung Energiegewinnung mittels piezoelektrischen Materialien, also Umwandlung von Schwingungen in Elektrizität und dann Energiespeicherung durch die elektrischen Materialien. Und in diesem Bereich ist mein ERC-Grant positioniert. Zusätzlich davon arbeite ich auch in der Struktureigenschaftsbeziehungen an Sensormaterialien. Diese Forschung, diese Erneuerungen kann man überall einsetzen, wo man einen Sensor braucht. Und speziell, wenn diese Sensoren autonom sein müssen. Zum Beispiel Schwingungssensoren für die Zustandsüberwachung von Maschinen, Schwingungssensoren für das Structural Health Monitoring, Temperatursensoren, Gassensoren für Air Quality im Haushalt oder auch im industriellen Bereich. Man kann sagen, also diese Sensoren, die dienen auch dafür, dass man eine reduzierte Treibhausgasemission hat, weil also damit durch diese Sensoren man Industrieprozessen und auch zum Beispiel Klimatisierung in Gebäuden viel effizienter machen kann.